Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkin. So, und auf Feld 53 am Düngen. Ich hatte das ja gestern noch fertig gemacht und 0 Uhr oder 1 Uhr, ich weiß nicht, wann die Wachstumsstufe hier drüber geht, ist es schon grün geworden. Wir haben hier ein bisschen Unkraut drauf. Vielleicht sollten wir da mal einen Traktor losschicken. Ein bisschen schneller. Mal das wegzustriegeln. Ich hoffe, das kommt dann auch nicht wieder. Oder dann haben wir das Unkraut weg. Ich weiß gar nicht. Striegel haben wir hier vorne bei der Saatgutproduktion stehen. Ja, da steht er. Gucken, ob die noch läuft. Lampe ist nämlich aus. Da fehlt, glaube ich, Pflanzenschutz. Oh gut, wir hängen unterm Dach. Einmal ablassen. Ich glaube, da fehlt Pflanzenschutz. Ne, Getreide nochmal. Okay. Können wir auch liefern. Der steht ja da drüben. Du fährst bitte zur Feld 53. Abmarsch. Und hier können wir mal ein bisschen Getreide holen. Volle Ladung. Weizen. Dann kann da weiter produziert werden. Wir bräuchten auch dann, gucken, wie ich da rankomme. Am besten komme ich seitlich dran und muss ich rückwärts fahren. Sieht doch ganz gut aus. Wo lade ich ab? Nach rechts? Nee, ich möchte gern nach hinten. Oh, dann kann ich schon abladen. Gut. Dann einen Tick zurück. So, dann haben wir hier irgendeine Gabel, eine Palettengabel liegen. Ich weiß gar nicht, wo wir die überall liegen hatten. Ich meine, hier drüben hätten wir was gehabt. Drüben hatten wir nur eine Schaufel. Nee, hier liegt auch nichts mehr, doch. Aber Frage immer, was für ein System steckt dahinter? Oh, Palettengabel. Wer sucht, der findet. Können wir vielleicht einmal zum Händler fahren? Ein Kanister Pflanzenschutz
holen, weil viel kriegen wir da ja nämlich nicht rein, also wir brauchen da nicht mit dem Fass herfahren. Holen wir uns mal einen Pflanzenschutz. Okay. Gucken wir da, dass wir gut heile am Hof ankommen. Aber im Prinzip ist es ja nur geradeaus. Jetzt das schon weniger. Die Schweine musste ich auch in der Nacht welche wegbringen, weil wir da auch alle Ställe voll waren. Ah, da ist eine Stelle, die wahrscheinlich schon komplett gedüngt ist, deswegen geht da nichts mehr hin. So, dann schauen wir hier mal. Sieht man das auf der Karte? Feld 53, wo wir Unkraut haben. Hier ein bisschen. Weil normalerweise ist doch so, dass auf Grasflächen kein Unkraut kommt, aber vielleicht war das Unkraut auch schon vorher da. Das dürfte jetzt weggehen, richtig? Ja. Da haben wir hier noch einen kleinen Punkt. Dann etwas größer schon. So, die haben wir alle weg. Die Seite jetzt auf der anderen Seite noch. Und hier vorne machen wir mal wieder hoch. Mittig, vielleicht sehen wir da noch was auf der Karte vielleicht nicht gesehen haben. Na, sieht aber alles gut aus. Hier vorne war irgendwo noch ein Punkt da. Da sogar zwei. Leider sind unsere Felder immer noch nicht erntereif. Aber ich habe mir vorgenommen, noch ein, zwei Felder zu kaufen. Und dann könnten wir die an diesen Tag quasi abernten. So, ich glaube,
Das war's. Fahren noch mal hier rein. Das war jetzt kein Unkraut. Oh. Können wir noch mal einmal auf die Karte schauen? Ne, das sieht ganz gut aus. Dann kann der wieder zurück. Hast du dich eigentlich jetzt zugemacht vernünftig? Irgendwie sieht der komisch aus. Aber ist doch oben. Wir schicken dich mal zur Tankstelle. So. Hier sind wir beim Schlachter. Ich habe die Leger ein bisschen gefüllt. Eine Palette. Ich mache mal so ein Mischmasch fertig. Dann kann die Palette nämlich auch hier weg. Dann haben wir jetzt zwei. Da Wurst geht einiges. 4. Zwölf. Nee. Nebenprodukte sind auch schon 16. Boah, alle Achtung. Haben wir noch was? Kleine Mengen. Nochmal 4, dann müsste es eigentlich passen. So eine gemischte Ladung. Müssen wir nur schauen, ob die alle im Kühlhaus kommen. Würde jetzt als Kühlhaus mal anfahren. Na? So. So, da steht dann noch eine und für eine haben wir auch noch Platz. 16 Paletten. Dann fahr du mal Richtung Kühlhaus, ist ja hier gleich um die Ecke. Kühlhauseingang. Der ist am. Ich hoffe, der. Das reicht. Hier hatte ich schon einmal, oder kann ich hier noch? Schaue ich mal. Vielleicht habe ich noch nicht rausgelassen. Doch, schon abtransportiert. Das sind höchstens 4 Paletten. Dann schauen wir mal, wo wir noch was stehen haben, was wir aufladen können. Hier ist nichts mehr, aber hier stehen noch. Eine ganze Reihe. So, 3 Stück fehlen. Dann mach mal dicht und du fährst bitte zum. Nee, Getränkeeingang nicht. Das wäre Quatsch. Obst-Gemüse-Eingang. So, Abmarsch. So, hier haben wir alles raus. Also die jeweils 16 Paletten. Hier stehen noch eine Ladung. Also einmal können wir hier noch abholen.
Ja, ansonsten haben wir dann hier soweit alles weg. Lass du noch drin? Auch der noch 50%, das reicht. Dann kriegt er das Feld komplett fertig. Kannst dich mal auftanken, wenn du schon hier stehst. Ah, ist noch nicht reparaturbedürftig, aber der John Deere steht im Weg. So. Dann wir die Gabel mal hier vorne an die Seite. Dann sehen wir ihn auch nächstes Mal ein bisschen besser als da im hohen Gras. So, dann können wir den Striegel wegsetzen. Und dann können wir mal schauen, welche Felder uns passen. Und wir haben noch 3 Millionen. Die können wir auch gut ausgeben, weil wir haben ja so viele Paletten. Ich hatte die schon runtergefahren. Das reicht jetzt nicht. So, dann überlisten wir ihn mal. Bisschen aufklappen und dann passt das schon da drunter. Oh, der hat sich aber ganz schön viel Platz genommen, der John Deere. Hier sind wir beim Kühlhaus. Dann schauen wir mal, was wir hier Paletten reinbekommen. Weil wir haben ja alles Mögliche mitgenommen. Hühnerfleisch, Schweinefleisch und auch Leder. Wir haben auch schon einiges drin, wenn man hier schaut. Also Schweinefleisch haben wir schon mal, Grabenhuban, hier unten Vollmilch, Butter habe ich alles aus der Molkerei geholt. Da muss auch unbedingt Milch hin. Wir haben hier 40% Malz, Mehl 32%. Und da kam auch schon der für die Gemüsehalle. Wie gesagt, da haben wir schon drin Salat und Blumenkohl und Birnenapfel von der Obstfarm, jeweils eine Tour, dass die da nicht volllaufen. Teilweise gibt es hier den Fehler, dass hier nicht 80.000 drin steht, sondern nur 79.999 oder hier fehlt ja noch mehr. Hier fehlen sogar drei. Obwohl ich immer volle Paletten abhole. Also ist schon ein bisschen komisch, aber gut. Beim Abspeichern und Neuladen des Spiels, wenigstens bei den 99 regelt sich's dann. Nicht bei allen, aber bei vielen. So, was haben wir jetzt gesagt? Wir haben da drüben noch ein Stehen, das ist 3 Ausgang.
Ne, 4 Ausgang müsste das sein. Gucken wir mal, ob wir richtig liegen. Dann können wir nämlich hier die 3 Paletten nochmal aufsammeln. Ich nehme mal an, das Leder geht zu den Werkstoffen hin. Hier drüben habe ich schon angefangen, im Giants Editor einen Zaun drum zu ziehen. Deswegen hängt er hier noch ein bisschen in der Luft. Aber das werde ich einfach ein bisschen drehen, dann passt das. So, hier haben wir Werkstoffe. Ich glaube, hier bekommen wir das Leder los. Sollte jetzt, da können wir hier vorne auch lesen. Lederpaletten, genau. Hier werden wir sie los. Wird auch weniger. Dann kannst du nämlich weiter wieder zum Schlachter. So, sind sie jetzt weg. Hier durch die Bierhalle. Außer Bier steht da noch nichts drin. Der Düngerstreuer ist fertig, aber ich würde jetzt gern erstmal das Land kaufen. Schauen wir mal, was gehört uns denn nicht? Was haltet ihr davon, Feld 4 zu kaufen? Ist 1,1, Feld 5 1,6, 2 und die 7, die 4 Felder schon mal. Es passt auch hier auf Feld 5 und 7 ist Raps. Und auf 6 und 4 ist Gerste. Kriegen wir schön abgedroschen. Ich finde, das können wir ruhig mal machen. Einmal 4 kaufen. 5 kaufen. 6 kaufen. Und 7 kaufen. So, jetzt haben wir noch 500.000. Damit können wir arbeiten. Hier die nächsten Paletten mal weg. Die Wurstware. Ja. 16 Paletten. Soll ja nicht zu lange draußen stehen. Uns die noch alle mit. Jawohl, 16 Paletten. Und das geht mit Sicherheit ins Kühlhaus. Da, das können wir erstmal zumachen. Kühlhaus, Eingang. Wir können können wir so rangehen. Du bist durch, genau. Dann können wir dich rausnehmen. Abfahrer entlassen, löschen. Und du kannst bitte zur Produktion.
Düngerausgang, Abmarsch. Es läuft alles. Ich wollte... Ups. Da kommt er nicht ganz vorbei. Okay. Aber wir sind, glaube ich, auf der verkehrten Seite. Dann war das doch 3 Ausgang. Einmal hier rum. Die schönen Tomaten. Die Mayo- und Ketchup-Produktion wird ja wohl auch erstmal nicht kommen. Weil Fett hat ja gesagt, er möchte jetzt erstmal die Lebensmittelhalle mit Produktionen füllen. Und ja, Ketchup-Mayo müsste ja eigentlich in eine Kühlhalle. Und Kühlhalle ist eigentlich schon gut gefüllt. Aber wir müssen jetzt zur Gemüsehalle, Obst-Gemüse-Eingang, Abmarsch. So, genau hier sind wir richtig. Kann sich mal zuklappen. Und machen wir 4 als erstes, würde ich sagen. Feld 4 haben wir sogar einen Punkt. Abfahrer einstellen. Dann nehmen wir den John Deere hier, der hier sich ein bisschen viel Platz genommen hat. Wieder zum Abfahren. Dann können wir den anderen Drescher auch rausholen und die beiden Rapsfelder dreschen lassen. Komm, ist egal, welchen wir wegnehmen. Dann dreschen, Feld 4. Hauptlager, Eingang bitte, Abmarsch. Ja, soll sich auch wieder zusammenklappen. Holen wir schon mal das Schneidwerk runter und dann müssen wir auch gucken, dass wir den Drescher da losschicken auf Feld 4. Aber das können wir ja noch eben machen. So, hier ist er. Fahrzeug einsteigen. Wir nehmen ihn mal raus. Versuchen mal hier auf Straße den anzukoppeln. So, das sieht doch ganz gut aus. Und dann können wir hier quasi anfangen. Da kommt der Abfahrer. Und
Kurs generieren. Generieren Feld 4. Zwei Vorgewände im Uhrzeigersinn. Wir machen hier auch scharf. Machen hier auf 13 Meter. Kurs generieren. Und Abfahrer einstellen. Feld 04. 13. Ups. Wie komme ich da jetzt raus? Gehen wir nochmal zurück. Feld 04. Lässt damit nicht mehr schreiben. Feld 04. 13 Meter. Zwei Vorgewände. Scharf. Dann eben so. Abspeichern. Dann der ist eingestellt. Du warst auch auf 4. Das müsste eigentlich passen. Könnte natürlich sein, dass er jetzt hier auch mit dem Gräben Probleme kriegt. Aber das werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge rauskriegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann, euer Kellerkind.